Zur Feier des 28. Jahrestages der Sowjetrepublik fand in Wien in Anwesenheit vieler Vertreter der alliierten Mächte ein repräsentatives Konzert statt. Einleitend sprach Staatskanzler Dr. Renner. Nach ihm der Marschall der Roten Armee, Konjew. Es folgte eine Aufführung der Krönungsszene aus der Oper Boris Godunow von Mussorgsky. Professor Krips leitete die Wiener Philharmoniker, die Wiener Symphoniker und den Chor der Staatsoper.